Hi ihr Lieben, Harley Benton, Solid Bass 300C. Was ihr für 399 Euro am Bassverstärker bekommt oder auch nicht, das erfahrt ihr in diesem Video. Außerdem gibt es jede Menge Soundbeispiele und Infos rings um den Bassverstärker. Also dranbleiben, los geht's. So ihr Lieben, bevor wir uns die Soundbeispiele reinziehen, werden wir uns den Harley Benton Solid Bass 300C mal genauer angucken und was der alles so mitbringt. Der Verstärker bringt zwei verschiedene Eingänge mit, einmal High Input und einmal Low Input, als Beispiel für aktive und für passive Instrumente. Auf der rechten Seite findet ihr einen XLR-Ausgang mit einem Schalter für Pre- und Post-EQ. Der Solid Bass 300C hat auch ein Stimmgerät mit an Bord. Ein- und ausschalten könnt ihr das Ganze über den Tuner-Taster. Der Verstärker hat ein Vierband-EQ mit Bass, Low-Mids, High-Mids und Treble. Ihr habt einen Line-In-Regler für externe Geräte wie Handys oder MP3-Player. Ein Kompressor hat der Solid Bass 300C ebenfalls mit an Bord. Zudem habt ihr eine Mute-Taste und einen Input-Regler. Natürlich habt ihr noch einen Master-Regler für eure Lautstärke. Einen separaten Eingang für euer Effektgerät oder Effektgeräte findet ihr ebenfalls mit Send und Return. Der Verstärker hat 300 Watt an 4 Ohm, ein 15 Zoll Tieftöner und ein 3 Zoll Voice Tweeter. Ein nettes Feature ist ebenfalls, dass ihr den Verstärker kippen könnt. Der Preis inklusive Porto liegt bei dem Verstärker bei 399 Euro. Hey ihr Lieben, habt ihr schon Harley Benton Equipment am Start gehabt? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, euer Tobias.